Das hier ist der Kreiszeichner von Helix. Gerade im Bereich Watercolor als auch beim Bullet Journaling ziehen wir gerne mal Kreise. Besonders für solche Kränze empfiehlt es sich, sich Kreise vorzuzeichnen. Und wenn man das mit einem Zirkel macht, dann hat man so ein blödes kleines Loch von der Spitze hier in der Mitte. Und das möchte man auf keinen Fall. Beim Bullet Journaling macht man ja manchmal ganz viele Kreise und man will auf keinen Fall überall Löcher haben. Und dafür gibt es diesen Kreiszeichner. Und damit könnt ihr ganz viele verschiedene Größen an Kreisen gestalten. Ihr könnt zum Beispiel einfach den äußeren Kreis hier ziehen. Das ist die größtmögliche Form an Kreis. Ihr könnt aber auch ganz einfach hier in der Mitte, da sind diese kleinen Punkte, euch euren Stift, ich habe hier einen Bleistift, auswählen und dann einmal im Kreis herum drehen. Und zack, habt ihr die perfekten Kreise und Ringe um euren Watercolor-Kranz oder beim Bullet Journaling verschiedene Kreise aufs Papier zu bringen. Viel Spaß mit dem Kreiszeichner!